Schmeckt besser, als es klingt. Fühlt sich bestimmt auch besser an. Vielleicht. Ich muss dich trotzdem irgendwie ansprechen, wenn Kumo nicht mehr genehm ist. Ist es nicht. Was hast du dann für mich? Ich. Mir gehen die Namen aus. Jade. Kann ich. Nein. Das ist meine. Es gut. Wie wäre es mit. Dave. Na gut, nehmen wir das. Ich bin stolz auf dich, Dave. Auf alles, was du gemacht hast und dass du das getan hast, was richtig für dich war. Danke. Du brauchst deine Umarmung. Jade hat mir vielleicht schon eine gegeben. Wo wir gerade von mir sprechen, ich muss los. Ich will nach Grace und ihren Leuten sehen. Bis bald, Luftjunge. Bis bald, Julissia. Was ist mit dir? Willst du noch etwas hier bleiben? Ich muss nachdenken über all das hier. Vielleicht sogar etwas empfinden. Ist Fable schon zurück? Ein Käsekuchen wäre jetzt eine willkommene Ablenkung. Nein, ich dachte, vielleicht bist du Xim auf dem Weg hierher begegnet. Bin ich nicht. Also ist Melly auch noch nicht zurück. Nein, das tut mir leid. Wunderbar, großartig. Dann rede ich wohl mit Zerlin. Deine Eltern? Vielleicht. Glaubst du, sie haben dich noch lieb? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe, sie tun es. Und dass sie dich weiter lieb haben werden. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass andere Leute dich sehr lieb haben. Und dass, wenn deine Eltern nicht das sind, was du verdienst, du deswegen nicht wieder weniger geliebt wirst. Das würde ich gerne glauben. Manchmal denke ich, wenn meine eigenen Eltern mich verlassen können, kann es jeder. Mach deinen Selbstwert nicht an den Taten anderer Leute fest. Das kann nur schief gehen. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich getroffen habe. Aber ich bin ein Teil der Nacht. Oder so. Ich muss gehen. Leb wohl. Bis bald. Und ein weiterer Tag vorüber. Anfüttern, Taverne sauber machen und gute Nacht. Dritter Akt, die Zwielichtflut. Kapitel 20. Protokoll des Chaos. 30. Astralmond. Oh, ein 9. Puh. Naja, egal. Wir haben es ja auch immer drauf geschissen. Was die Würfel sagen.
Auf geht's. Wir gehen trotzdem los mit dem Tag. Oh. Achievement. Boom. Und Melly ist zurück. Was für eine freudige Überraschung. Hey, Überraschung. Gut zu sehen, dass du wieder da bist. Ist Fable bei dir? Nein. Sollte Xia das? Sie hat nach dir gesucht. Dann ist Xia kein besonders guter Detektiv. Freut mich zu sehen, dass es dir gut geht, Manny. Wir haben uns alle große Sorgen um dich gemacht. Warum? Ich kann gut auf mich aufpassen. Das kannst du, aber wo hast du gesteckt? Ermittlungen natürlich. Über die Flut zum Beispiel. Da haben meine Ermittlungen mich nach Moria geführt. Aber, oder besser gesagt, sie haben das getan. Nico, Volk und Hex meine ich. Ich bin ihnen nach Moria gefolgt. Sie haben über Rätsel und Puzzle gesprochen und ich versuche so was wie ein Rätsel zu lösen. Also konnte ich mir diese Gelegenheit ja wohl nicht entgehen lassen. Da hattest du echt Glück. Viele Leute zahlen eine Menge Geld, um Zeit mit mir zu verbringen. Warum? Weil ich, du weißt schon, berühmt bin. Aber ich war doch nicht wegen dir da. Ich bin Spuren gefolgt. Ach so? Ich bin aber draußen geblieben. Diesmal geht es in meinem Fall nicht um einen Magier. Wo ist eigentlich Hex? Macht Zauberdinge. Du weißt schon. Brandstiftung? Das wäre spannend, aber stattdessen Vorsteher. Er wollte die Zauber, die wir gefunden haben, sofort untersuchen. Aber er schien ziemlich entmutigt. Wieso das? Ich weiß es nicht. Vermutlich hat er nicht das gefunden, wonach er suchte. Immerhin war der größte Schatz der Welt die ganze Zeit bei ihm. Und was wäre das? Ich meine, mir egal. Er meinte, wir sollten die Augen nach allem aufhalten, was mit Zeitmagie zu tun hat. Aber wir haben nichts dergleichen gefunden. Wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Je, die Rückreise war total easy. Auf dem Rückweg hat Nico so einen Formwandertrick abgezogen und sich als Händler ausgegeben. Hab irgendwo einen Noob dem Mantel in das Gesicht geklaut und seinen Sturm verpasst und seinen Überfall nach Moria zu sich. Hab behauptet, dass ich einen Makler, der Makokratrie treffen will, um die Instrumente zu kaufen. Und ihm gesagt, sie sollen uns eine Woche oder so abholen. Bis dahin sind wir längst weg. Gigi. Und was geschah, als ihr die Insel dann erreicht habt? Der Turm ist in die Luft geflogen. Was? Es war ein Unfall. Nicht genialer Unfall. Es sah aus wie ein Feuerwerk. Der Magier muss Magnesium auf seinem Dachboden gelagert haben. Einfach Smartex Feuerresistenz zu geben, sonst wäre der Boy losgeworden. Gefroren. Am besten fangen wir ganz an und vergangen. Zu einem Feuerball gehören ein dramatischer Aufbau als Vorspeise.
Wow, ja, ich hätte mir vorher mal essen sollen. Das ist nicht Gelingsprovio. Danke. Bevor du weitredest, ich hab Durst. Kann ich was zu trinken haben? Etwas, das nach Klugheit und Weisheit schmeckt. Verstanden. Klugheit und Weisheit. Okay. Gib mal den stillen Nachtdrink. Und Supernova Zeltas. Auch lange nicht mehr. Supernova Zeltas hatten wir aber erst. Die stille Nacht hatten wir lange nicht mehr. Dann machen wir den mal. Großer Kelch für die kleine Mani, aber warum nicht? Wir können hier den Eiskristall rein tun. Ein bisschen. Unsichtbarkeit. Du hast schon eine Detektivin doch nur das Richtige. So, dann kommt hier noch ein bisschen davon rein. Nein, ups. Das ist zu viel. Die andere wieder zu futtern. Das braucht jetzt ein bisschen Stärke. Ja. Stille Nacht drink. Das ist lecker. Du bist gut in Spuren suchen. Okay, stell dir vor. Wir sind auf Moria, eine Insel, die so klein ist, dass sie quasi den Hintergarten von diesem Turm darstellt. Und so wie ich so zwischen den Kristallrosen umherspaziere, wagte ich quasi die ganze Zeit irgendein Geheimnis zu finden. Ich hatte sogar darüber nachgedacht, dir eine Rose mitzubringen. Warum hast du das nicht getan? Ich dachte, sie gefällt dir vielleicht nicht. Das hätte sie. Oh. Okay. Das, naja, jedenfalls. Der Turm war so hoch, als wollte er zum Himmel empor, um den Mond zu küssen. Er stand super schief. Mindestens 5 Grad. Ich habe da mit meiner Pfote extra nachgemessen. Ziegel war noch feucht. Der Tsunami muss das Fundament in Mitleidenschaft gezogen haben. Hätte uns ja einen Gefallen tun können und die Tür einreißen. Aber nee. Die verschlossene Tür war die erste Herausforderung. Nikos Dietriche sind kaputt gegangen. Skilgishu. Kaputt gegangen. Skilgishu. Die verdammte Tür hat meine Dietriche gefressen, Bro. Ah, ein Türmimik. Der Klassiker. Um die eigene Unterkunft zu schützen. Hast du schon mal einen gesehen? Hast du mal versucht, meine Tür zu öffnen, wenn mein Gasthaus geschlossen ist? Nein. Versuch es lieber nicht, außer du willst deine Finger verlieren. Wie seid ihr dann in den Turm gelangt? Rohe Gewalt. Gemeinsam konnten wir die Tür weit genug herausziehen, um sie aus den Angeln zu heben. Gemeinsam. Du hast nicht gerade viel gemacht, Digga. Du hast nur die ganze Zeit gerufen, ihr schafft das schon, während du im Gebüsch schlitterst. Es hat doch funktioniert, oder? Jedenfalls warfen sie die Tür um und fielen der Länge nach hin.
Wusch, fliegt eine Axt direkt an unseren Köpfen vorbei. Verdammter Fall. Ich folgte ihm und rutschte sofort auf den feuchten Boden aus. Aber nur wegen einem kleinen Manöver bricht man die Show nicht ab. Das zeigt dem Publikum nur, dass du auch nicht perfekt bist. Außer dem Schloss. Ich habe seine Sympathie völlig verloren. Ich hätte ihm lieber etwas vorspielen sollen. Nächstes Mal dann, Voyon. Nachdem Hex herausfand, wie man dieser Axt vorbeikommen konnte, erkundeten wir den Turm. Er war in viel größer als außen. Wie eine Taschendimension außen, to the max. Nur, dass ein Turm nicht in deine Tasche passt. Bett. Hex ging vor. Der Boy war echt abgenickt. Er hat nicht mal mein Gedicht über die symbiotische Beziehung zwischen der Axt und der Tür gewürdigt. Die Eingangshalle war gewählt. Nichts da, keine Türe, nur so seltsame Bilder. Die meisten Korridore sind nur halt irgendwann zu Ende. Als so kamen wir schließlich an die Treppe an. Nach gefühlt 5,5 Minuten. Energiefähigkeit. Ich habe unterdessen die Flure und vorne draußen untersucht. Alles höchst sonderbar, als wäre es aus einer anderen Welt. Die Farben waren ganz anders, so blau und leuchtend. Und es gab eine Menge Spinnweben und Wollfäden, da bin ich mir nicht sicher. Und plötzlich zitterte der Boden. Ich war fast hingefallen. Wer hätte gedacht, dass auf den stumpfen Dropletten gebracht sind? Als ich mich auf die Zehenspitzen stellte, um eine goldene Krone durchzuschneiden, die einen echt fetzigen Gürtel abgegeben hätte, bin ich auf eine Druckplatte getreten, die eine Explosion ausgelöst hat. Klunk! Die ganze Treppe begann sich nichts aufzulösen, es war wirklich nichts. Stück für Stück von unten nach oben. Ich bin nach oben gelaufen, weg von diesem komischen Marschendex. Am Hex stolperte und drohte nach hinten zu fallen, als der Boden unter seinen Füßen nachgab. Ich packte ihn am Handgelenk, kurz bevor er fiel, aber ich bin nicht so stark, wie ich aussehe. Meine Muskeln, mein Mut verließen mich. Und dann spürte ich plötzlich, wie mich jemand am Kragen packte und uns die Treppe hochzog, weg von unserem sicheren Verderben. Ich habe drüber nachgedacht, was da oben so ist, genau. Und da allein hinzugehen, wäre ich total lost gewesen. Danke, dass du uns gerettet hast, Nico. MP, Voiboy, gewöhnt dich nicht drin. Und ihr rettet so in der Fall nicht erwartet. Zauberer schützen ihre Schätze im Fallen. Das weiß doch jedes Kind. Ich schätze, all das Gold in den Wänden hat uns ein wenig abgelenkt. Die Treppe nach oben endete in einer Bibliothek, die sich endlos an den Wänden nach oben zu erstrecken schien. Wir haben Hex ganz unten verloren, in der ersten Bücherreihe. Viele von ihnen waren komplett durchnässt, der Turm war wohl nicht wassersicher. Und von irgendwo weiter oben tropft immer noch primordiales Wasser. Wir konnten nicht immer die Decke sehen, auch wenn wir versucht haben, dahin zu kommen.
im zweiten Stock der Bibliothek gab es drei Pfade, die Wege führten. Jeder von davon endete an einer Tür. Diese Türen waren natürlich verschlossen und mit Runen oder Bildern oder rostigen alten Schlössern gesichert. Ich rief nach Hex und bekam etwa 10 Minuten lang keine Antwort. So fing ich an, uns zu sehen. Aber da waren nur Bücher und noch mehr Bücher und Schriftungen und Zaubersprüche drauf. Vergiss nicht die Schriftrollen in diesem Glasbehälter. Die waren interessant. Nee. Ich wusste, dass Hex nach Zaubersprüchen sucht. Also rief ich wieder nach ihm. Falsch, das ist falsch manchmal, ja. Und als ich diese Schriftrolle erwähnte, kam er sofort an und starrte diesen gläsernen Behälter an. Er hatte schon eine andere Schriftrolle in seinen Mantel geklemmt. Um ehrlich zu sein, habe ich mir vorgestellt, dass er am Ende die halbe Bibliothek mit sich rumschleppt. Aber das hätte er wohl kaum alles tragen können. Und natürlich war dieses Glasdings auch ein Puzzle. Kein Schloss, kein Deckel, kein gar nichts. Glas in einem goldenen Rahmen. Die Schriftrolle leuchtete blau. Ich hab's gemeint. Er sollte einfach das Glas kaputt machen. Und Hex gibt mir den Blick des Todes. Also nahm er das Puzzle selbst unter die Lupe. Während wir also diese City Quest gemacht haben, habe ich ein wenig genutzt. Habe ein juwelbesetztes silberne Briefschwere gefunden. Sieht aus wie ein Vogel. Tolle, stumpfe Waffe. Hex hatte zu viel Angst, dass wir die Schriftrolle zerstören und eine weitere Falle auslösen würden, also schlug er vor, dass wir uns die anderen Räume ansehen sollten. Die Rätseltüren, die Hex schnell geknackt hatte. Ein paar Bücher sind verbrannt. Yeah. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was hätte passieren können. Immer noch kein Plan, was der gemeint hat. Ich offen gesagt auch nicht. Aber unsere Aufgabe war auch nicht das Denken. Also. Den vielleicht nicht. Psst. Soweit ich es verstanden habe, hat das Rätsel etwas mit den Büchern der Bibliothek zu tun. Wenn man sie in der richtigen Reihenfolge oder so zog, dann öffnete sich ein Geheimfach, in dem dann die Passwörter für einen der Räume standen. Mussten wieder für jede einzelne Tür machen. So lame, Nickel. Es war irgendwie aufregend, Hex so aufgekratzt zu sehen, wie er nach den richtigen Büchern suchte. Das erste Passwort, Passwort. Und das zweite, das Passwort, passiert das Passwort. Und das dritte war passt das Passwort, dass das Passwort passiert hat. Das wäre nichts gewesen, aber nein. Es war 1, 2, 3, 4. Und dafür hat dieser irre Magier uns die ganze Zeit Bibliothek durchwühlen lassen. Einer der Räume war ein Alchemielabor. Ein anderer war voller verrückter Erfindungen und Bücher. Und der dritte war eine Muckibude. Eine Muckibude? Yeah. Und als wir die Türen geöffnet hatten, fing der ganze Turm wieder an zu zittern und zu rumoren. Ich glaube, jetzt bist du dran mit zu erzählen, Manny. Natürlich.
Als ich im Garten nach Spuren suchte, fand ich einen seltsamen geformten Stein. Er glitzerte im Sonnenlicht und erweckte so meinen detektivischen Gespürs. Ich hob ihn auf, um ihn weiter zu untersuchen, und irgendwie habe ich ein wenig das Seil, das daran befestigt war, übersehen. Und dann fing der ganze Turm an zu grummeln, als hätte ich irgendein tragendes Element entfernt. Ich habe den Stein dann ganz vorsichtig zurückgelegt, aber es ging einfach weiter. Der ganze Turm rummurrte, als würde er aus dem Schlaf erwachen. Windtier, haben wir gedacht, die hätten das Rätsel versammelt. Technisch gesehen hast du keinen Beweis für eine Korrelation. Vielleicht habe ich den Stein aufgehoben und ihr habt das Rätsel vermasselt. Egal, wer hier was vermasselt hat. Unglücke schreiben die interessantesten Geschichten. Glaube ich jedenfalls. Der ganze Turm begann sich um seine eigene Achse zu drehen. Die Steine, aus denen er errichtet war, schabten lautstark gegeneinander. Endlich mal geschehen. Es war, als wären sämtliche Fallen auf einmal aktiviert worden. Hex stürmte wie eine Katze im Regen in die Studierstube des Magiers und packte so viel, wie er tragen konnte. Die Bücherregale der Bibliothek beugten sich vor und stürzten nach unten in die Tiefe. Und dahinter kam pure Dunkelheit zum Vorschein. Albtraumhafte Kreaturen kamen aus dieser Dunkelheit auf uns zu, sahen aus wie Fledermäuse aus Stein. Ein wenig hatte mich das an die Wohnung meiner Tante erinnert. Wir haben versucht, sie zu kämpfen, aber das war ein totaler Zugusch. Viel zu kurz für mich. Der Turm verwandelte sich in eine lebende Maschine, die alles versuchte, um uns loszuwerden. Wir mussten uns in das Kinderboot zurückziehen. Und Hex, der Not, kommt in letzter Sekunde mit den Taschen voller Papier. Und er wirkte einen Feuerball mitten in die Monster vor uns. Natürlich fing die Bibliothek davon voll und die heiße Luft, die daraus entstand, warf uns zurück. Damit fiel eine Flasche mit roter Flüssigkeit herunter, die ich später noch probieren wollte. Der Raum hatte keine Fenster, also waren wir davon drin gefangen, während das Feuer langsam näher kam. Ich konnte die Hitze spüren, wie sie über meine Haut fuhr und meine Haare versenkte, und dann fing diese rote Flüssigkeit plötzlich auch an zu brennen. Der Druck in der Brust stieg an, wie in einem Dampfkochtopf. Nicht nennen, und wir würden in die Luft gehen. Hex schrie mich an, ich solle einen Motor spielen, die Klangster, die ich jemals gespielt hatte. Ich war verwirrt, ich dachte, die ganzen Dämpfe hätten in den Verstand verlegt, aber dann hat Nico mich an etwas erinnert. Geht hier, Schwamps! Also nahm ich mein Hergeum und legte meinen Finger auf die Seiten. Körperlicher und geistiger Druck gleichzeitig macht es mir enorm schwierig, mich zu konzentrieren. Der war vielleicht nervös. Yeah. Hex versuchte, das Feuer im Zaum zu halten, aber keiner seiner Sprüche funktionierte. Es war, als würde es sie absorbieren. Also nahm ich mir ein Beispiel an Weibri hier und fing an, ihn auf mutternde Wut zu zaubern. Du warst ganz okay, Kamin. Ich habe trotzdem 3 Versuche gebraucht, ehe ich die richtige Note fand und ein Portal zum ätherischen Gewebe öffnen konnte. Total crazy.
Zeit stand mit einem Stück. Alles war wie eingefroren, umhüllt von einem seltsam blauen Licht. Wie das auf den Pflanzen. Wir hörten das Knistern der sich anbahnenden Explosion, als wir in den Riss gezogen wurden, den ich gerade geöffnet hatte. Wusch! Und wir flogen in einen See aus Blau und Weiß. Die Zeit verging sehr, sehr langsam oder überhaupt nicht. Wir sprangen den Turm hinunter. Keine Mauer konnte uns mehr aufhalten. Oder zumindest dachten wir, dass bis einer direkt auf uns fiel. Alles wurde dunkel. Wir erwachten schließlich an der nördlichsten Seite der Insel. Rauch stieg in den Lauf. Der Turm lag in Trümmern. Das war's. Nachdem ich den Stein zurückgelegt hatte, ging alles so schnell. Der Turm drehte sich um sich selbst und stieg in den Himmel auf. Und dann gab es in seinem Inneren plötzlich drei Explosionen. Bumm. Der Turm wurde in tausend Stücke gesprengt. Blaue und weiße Lichter flogen überall rum. Und ganz weit weg fielen drei Gestalten vom Himmel. Ich schlich mich langsam näher und da sah ich Iniko Hex und Wing im Sand liegen. Nach dem Aufwachen als erstes ein freundliches Gesicht zu sehen, war gut. Das war uns Signal zum Chillen. Aber Hex Max wollte unbedingt alles in den Trümmern finden, was zu finden war. Er hat mir nicht mal Hallo gesagt. Und rate mal, was er gefunden hat. Dieses seltsame Glasdings. Kein Kratzer, nix. Die Schriftrolle schwebte darin noch immer, als sei nichts passiert. Hex nahm sie an sich. Er meinte, er würde schon noch heraus, wie man sie öffnet. Sonst konnten wir nicht viel. Außer dieses kleine Schmuckstück hier. Auch wenn ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was es ist. Sieht aus wie ein Orre. Was für ein Orre? Ein Orre. Sie zeigen unterschiedliche Sphären und wie sie in Konstellationen zueinander stehen. Sowas nicht zu. Ein paar der Zahnräder fehlen und ich kann leider nicht sagen, welche Sphären sie zeigen sollen. Tja, grüß dir, leb damit. Danke. Abgesehen davon, als das Schriftstück, was Sex dabei hatte, ist unbeschadet überstanden. Gott für den. Er war so enttäuscht. Er wollte erst einmal etwas zu Atem bekommen. Ich habe die Spuren selbst noch einmal untersucht und gesehen, dass ein neues Paar Fußspuren dazugekommen war. Ich dachte, vielleicht wäre der Magier zurückgekehrt, aber dann hörte ich, wie sich zwei Leute im Flüsterton unterhielten. Jemand hat mit Hex gesprochen. Was? Interessant. Seid ihr also doch zu viert dort gewesen? Zu fünft, meine ich. Nö. Als ich da einen Baum hervorlugte, sah ich nur Hex da sitzen und in den Himmel blicken. Ganz allein. Vielleicht habe ich mir das ja nur eingebildet. Als Hex wieder da war, hatte ich mir schon ein paar rausgeholt und dann für dafür gerüstet. Und Feuer war nicht das heißeste dort. Digga, das macht keinen Sinn. Die Marshmallows waren voll lecker. Aber die Schätze waren weg, abgesehen von dem, was wir eingesteckt hatten. Aber herausfinden
zu was mein Herr Geum imstande war, war der größte Schatz und Ahnung. Oh ja, das war so cool. Es klingt nicht sonderlich cool. Nur so aus Neugier. Wie seid ihr zurückgekommen? Jade hat uns gerettet. Wir wollten sie rekrutieren, aber die Tragedy hatte keine Zeit. Aber nachdem sie mit ihrer anderen Quest fertig war, ist sie uns gefolgt. Hatten leider kaum Loot zum Teilen, aber hey, wenigstens hatten wir eine Möglichkeit zurückzukommen. Tut mir leid, dass ihr nichts gefunden habt, was ihr wolltet. Nico und ich hatten Spaß. Nur Hex war enttäuscht, denke ich. Das wird schon wieder. Hex ist schlappen. Er findet den Zauber, den er von dem Magier wollte, schon selber raus. Das denke ich auch. Aber glaubt ihr, dass die Magie wütend sein wird, dass wir diese ganzen wertvollen Sachen zerstört haben? Okay, ey. Ist mir auch wumpe. Voll coole Geschichte. Ich kann's kaum erwarten, die Archie zum Beispiel erzählen. Aber damit mache ich mich mal auf den Weg. Ich möchte noch mal nach Hex schauen. Nicht, dass er aus Versehen ein Bücher nämlich oder so mit nach Hause genommen hat. Kommst du mit, Nico? Na loco. Ciao, Kakao. Bis bald. Vermiss mich nicht zu sehr. Ich versuche es. Jetzt sind wir alleine. Das stimmt.